Ciao, willkommen im Haus der Eulen, im Disney Channel. Hier ist es echt abgefahren. Was glaubst du, was du da tust? Erwischt, ich tue so, als wäre ich ein Buch. Moment. Wir sind deine Freunde und helfen dir gern, sagte der Blechmann auf dem Stern. Otabin lächelte und ging auf die Knie. Aber echte Freunde hatte ich noch nie. Amity liest Kindern was vor? Dann sind wir die Ersten, sagte die Hexe Preis. Otabin wurde vor Glück ganz heiß. Umgeben von Freunden band Otabin die Bände zu einem Buch der Freundschaft. Und das ist das Ende. Amity wirkt irgendwie so nett. Und sie lächelt. Oh, vielleicht kann ich mich mit ihr anfreunden, so wie Azura mit ihrer Rivalin. Oh. Auf Wiedersehen, Miss Amity, und vielen Dank. Ich danke dir, Braxas. Bis zum nächsten Mal. Klasse. Du. Amity, du liest Kindern vor. Wow. Anscheinend gibt es in diesem sauren Drops doch einen versteckten süßen Kern. Dafür gibt es extra Punkte. Mach dir nicht gleich ins Höschen. Ich könnte dir mit den Kindern helfen. Wir könnten uns beim Lesen abwechseln. Mit verstellten Stimmen. Ich kann die allerbeste Monsterstimme. Menschlein, bin ich schon mal zu dir in die Eulenbaracke gerannt und hab dich genervt, während du Eulen frittierst? Okay, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber immer wenn du in meiner Nähe bist, kriege ich Ärger. Lass mich einfach in Ruhe. Tut mir leid. Entschuldige. Oh, so viel zu mit Rivalinnen anfreunden. Du lässt dich so von ihr fertig machen? Wer seid ihr? Wohlwollende auf Mission. Wir möchten Edles vollbringen. Pass mal auf. Hey, Petze! Mami sagt, du sollst nicht immer dein Essen vergessen. Und sei nicht so mies zu deiner Freundin. Sie ist nicht meine Freundin. Ja, schon klar. Sie ist viel zu cool für dich. Bin ich? Wieso verschwindet ihr nicht? Lasst mich in Ruhe. Du bist also das Menschenkind, von dem alle reden. Ich bin Emira und das ist Edric. Wir sind Amitys ältere Geschwister. Wir haben gehört, wie du sie in der Schule und auf der Hexenmesse blamiert hast. Kein Wunder, dass sie dich hasst. Ja, ich weiß, aber nichts davon war Absicht. Ich dachte, wir wären dicke Freundinnen, aber wir sind wohl eher fette Rivalinnen. Vergeude deine Zeit nicht mit Petze. Ed und ich, wir sind viel lustiger drauf. Komm mit uns. Und hier geht es zu unserer Sachbuchabteilung. Fiktion, Fiktion! Ist unsere Welt nichts als Fiktion? Was zum Hexer ist dann in meinem Leben noch real?